Hi Leute, heute wieder mit einem Q&A. Ich habe ja eine Story auf Instagram gepostet über dieses coole KTM-Projekt. Ich habe meine Kumpels dabei, die hier mitgewirkt haben. Der Philipp Wurmitzer, Lackierer. Und Andi, Motorradstadler. Erdnuss. Und ja, wir werden eure Fragen jetzt mal beantworten. Ich habe mein Handy dabei und habe das schon schön gescreenshottet. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Erste Frage geht an dich. Oh, okay. Nicht direkt für das Projekt, aber was haltet ihr von der elektrischen KTM? Geiles, nein, also normal bin ich nicht der Elektro-Fan, aber im Allgemeinen ist es ein geiles Teil, weil du hast halt Leistung von 0 auf 100% wie bei jedem Elektrofahrzeug. Es ist halt, du hast halt das Problem mit den Akkus. Das ist, du musst laden, brauchst mehrere Akkus, du hast dann einfach nicht die lange Fahrzeit, wie wenn du einfach einen Tank wieder voll machst. Das ist das, was mich stört, aber ansonsten ist es ein geiles Teil, weil du einfach viel mehr Leistung hast wie mit einer normalen. Und da der Zweitakter ja eigentlich komplett am Aussterben ist, ist das eigentlich echt eine geile Option. Und auch für die, was dann im Hinterhof fahren oder irgendwo auf einer Strecke, wo es nicht erlaubt, oder? Nein, das doch, hast genau, du nicht, genau, ja. Nur du, hörst es, du bist halt nicht laut. Das ist... Ja, das ist ja das Geile. Genau. Stell dir mal vor, du fährst in irgendeinem Wasserbett oder was, Flussbett, und dann illegal, scheißegal, kannst du einfach da lang fahren. Nein, weil das stört auch keinen, weil da ist der Fußgänger, der hört... Ja, das ist. Für die und dann fährst du zusammen. Für die Nachwuchsmutter, Crossfahrer, die Kinder, ja, die im Garten trainieren. Ja, genau, es gibt ja Mini SX auch. Ja, das genau. Ist jetzt nicht nur die XC, sondern auch die Mini SX. Und stimmt, ja. Als nächster hoffentlich auch ein Roller. Habe ich jetzt nicht gesagt. Machen wir weiter. Warum wurden die Felgen nicht gepulvert? Philipp? Das ist ganz einfach. Das ist ein reines Designobjekt und ein Spaßobjekt. Nutzen hat das Pulver natürlich sicher mehr, im Sinne von Widerstandsfähigkeit, vor allem bei Felgen, Bremsstaub, Storneln, Kies, keine Maule. Auf jeden Fall ist so, das Motorrad soll geil ausschauen und in dem Fall ist halt einfach der Lack schöner, weil man eine viel bessere Struktur zusammenkriegt und dann natürlich dann, wenn man V-Schutz hinzufügt, auch auf Dauer kräftigere, leuchtendere Farbe hat und das soll es sein. Und es ist jetzt kein Daily-Motorrad, was du jeden Tag fährst, sondern einfach nur ein Chase und ja. Ausstellungen soll geil ausschauen und deswegen. Deswegen lackiert. Da die das auch mit dem Pulver hinkriegen, dieses BAM! Also, das wirklich so krass leuchtet, wie das jetzt leuchtet. Das werdet ihr sehen auf einer Messe, wenn mal Tageslicht ist, weil ihr kriegt das auf der Kamera. In der Kamera seht ihr gar nicht, was das für ein krankes Gelb ist. Das seht ihr wirklich nur in Real Life, wenn das Ding im Tageslicht leuchtet. Hey, leck! Ich hoffe, das wird so zugelassen. Das ist schon fast weiß. Das ist wirklich schon fast weiß. Das könnt ihr euch, also... Es blendet so extrem, dass das ist nicht mehr gelb ist, wenn du das in der Sonne siehst. Du glaubst, das ist ein weiß. Ich habe schon ein paar Mal probiert, in Bildern irgendwie zu posten, aber ich habe es nicht hinbekommen. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Schon mal überlegt, das auf Allrad umzubauen. Klar, brauche ich immer. Wenn ich in der Wüste damit fahre, brauche ich immer ein Allrad. Du hast einen Dragster. Logisch. Quattro. Das ist eine Fanfrage. Ich weiß es nicht. Das schmieren die Eier. Wird das dokumentiert für YouTube oder so? Ja. Das machen wir eigentlich. Wir versuchen es. Oh. Wie viel Asche ist bis jetzt reingekommen und wie viel wird es voraussichtlich noch? Viel. Viel? Viel. Das ist... Ja, nein, was soll man dazu sagen? Ich meine... Kalkuliert haben wir es noch nicht. Wir kalkulieren es auch nicht, weil das ein Projekt von uns ist, für uns. Es ist... war sinnlos, weil... Was man kann es grob sagen, wenn man das aus einem Neufahrzeug macht, dann... Ja, neu kostet die Super Duke 18 oder sowas. Listenpreis. Man geht, aber wie gesagt, also ich sage einmal, das Doppelte darf man auch nochmal draufrechnen. Dass man sowas, wenn jetzt einer sagt, er möchte sowas umbauen, er möchte es von mir haben, ist ja gar kein Problem, kann man machen. Aber du würdest das anbieten? Logisch, das ist eine geile Arbeit. Das,
Das ist richtig geil. Wie gesagt, deswegen da ich auch eher auf Pauschale gehen und nicht auf die Zeit. Ja. Da ich einfach sagen, du musst halt einfach vom Wert her, was der Lack dann kostet, was ja, Teile hast du dann eigentlich nicht viel, außer du hast halt die ganzen Anbauteile, was du halt dann in dem Sinn bei einem Custom-Biker hast. Also ich sage, das Top-Idee vom Neupreis kann man nur mal realistisch rechnen. Natürlich kann man es auch billiger machen, aber wenn du schon sowas in die Hand nimmst, dann musst du es auch ein bisschen. Dann machst du es groß. So wie wir halt Rahmen ausbauen und alles. Wer leben will wie ein König, muss auch zahlen wie ein König. Bester Mann. So, warte, ich schau mal nochmal. Einer möchte alles wissen. Wir sind gerade dabei. Ist alles. Wenn ihr uns folgt, alles gesagt. Ihr schaut euch die YouTube-Videos an, vom ersten Teil bis zum letzten, dann habt ihr eigentlich das ganze Projekt verfolgt. Welche Farbe ist das? Ich glaube, er meint das Gelb. Okay, also wir haben einmal genau das Gelb, das ist 1026, Real 1026. Das Zitronengelb oder Tagesleuchtgelb, kann man sagen, wenn man will, jeder sagt es anders. Auf jeden Fall Zitronen- oder Tagesleuchtgelb. Auf jeden Fall kein Neongelb. Nein. Definitiv kein Neongelb, weil das nervt normalerweise. Ja, wird immer mal wieder kommentiert, es ist kein Neongelb. Gut. Haben wir das auch behalten? Soll die Leistung noch gesteigert werden? Wenn ja, um wie viel? Hat er schon genug? Ich sage mal, das ist der Fahrt sowieso keiner auf der Straße. Also, wenn wir was machen, dann werden wir es definitiv nicht öffentlich machen. Du, Andi, jetzt habe ich aber noch mal eine kurze Frage. Ich glaube, Auspuff haben wir irgendwas geredet gehabt, oder? Was ganz was Lautes. Ja. Ich meine, ich darf es jetzt natürlich nicht eine KTM umbauen. Normalerweise müsste die einen Krapovic draufbauen. Street legal. Dann war es aber nur orange. Ja. Ich mach das ja auch für. Ich bin ja überzeugt von KTM, da brauchen wir sonst das ja nicht machen. Und. Ich habe jetzt gemeint wegen der Leistungssteigerung. Bringt das was? Bringt der Auspuff was? Wahrscheinlich so viel wie der Sportluftfilter. Er bringt was! Ja, natürlich. Solange du das nicht abstimmst, ist alles in einem Graubereich. Wenn du es auf dem Leistungsprüfstand tust und dann noch chippst, also dass du das optimierst, dann bringt es was. Aber ein Sportluftfilter und ein Sportauspuff. Ja. Nein, muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil. Luftfiltergehäuse aufbauen. Ja. Ja, Ansaugstutzen aufbauen, ist viel besser. Ja. So, schauen wir mal den nächsten. Wie aufwendig ist es, den Kabelbaum wieder reinzubauen? Ich glaube, das haben wir im letzten Video sehr gut beschrieben. Ja. Sehr, sehr gut. Ja. Haben wir extra nicht gefilmt, weil es ist. Es ist Vormittag lang Arbeit. Also du bist wirklich. Also es funktioniert definitiv nicht mit Bier und nicht in Gesellschaft, weil die Leute taten mir nicht der Backer. Also ja, das ist einfach Konzentration und ja, sag mal jetzt 6 Stunden Arbeit ungefähr und halt Fokus. Ja. Nächste Frage. Wie lange hat das ganze Projekt eigentlich gedauert? Ich sag euch, es hat jetzt so lange gedauert, weil ich glaube, ihr habt die ersten Posts im März, glaube ich, haben wir die ersten Posts gemacht. Dann hat die Motorradsaison begonnen. Da muss der Andi natürlich auch irgendwann mal arbeiten. Für mich gab es Corona und habe auch arbeiten müssen. Und dann in Zeiten von Corona und erster Lockdown war das alles ein bisschen scheiße und jetzt haben wir halt gesagt, okay, in den Wintermonaten fangen wir wieder an, weil da ist noch keine Motorensaison, da ist das alles ein bisschen ruhiger. Und natürlich, ich bin vor dem Lockdown. Genau. Vor den Corona-Regeln. Vor den Corona-Regeln, ja logisch. Sonst dürfte man nicht abschauen. Nein, funktioniert das ja nicht. Dürfte man nicht. Das Video wurde vor Corona aufgenommen. Ja. Im März schon. Nein, im März war Sperre. Das ist mittendrin. Ja, so zwischendrin war das. Da ungefähr Pocketbike-Rennen. Ja. Ungefähr Pocketbike-Rennen. Ja, genau. Das haben wir nur schnell fertig gemacht, bevor der Lockdown kommt. Richtig. Und genau, das haben wir jetzt nur zeitlich verzögert natürlich.
Gut. Was war eigentlich die Frage? Okay. Gut, gut, gut. Da ist noch eine englische Frage. Hey Schraublock, which car do you own? Wenn ihr die anderen Videos anguckt oder mir auf Instagram folgt, ein BMW E32 und ein Audi S4. Dankeschön. Und ein Super Duke 1290. Oh ja. Und nee, das war's jetzt sogar von den ganzen Fragen. Mehr habe ich jetzt aktuell nicht da. Echt, oder? Ja. Das ist nicht so interessant. Ich finde schon, Mann. Aber man soll sieht man, ja... Man, was soll man nur dazu erzählen? Ich meine, die Kommentare, die haben mich auch gedisst. Jetzt sind wir gedisst. Jetzt musst du bitte rausschneiden. Nö. Wie viel Bier hat dieses Projekt verschlungen? Du müsstest mich schon auch mal fragen. Aber beim letzten Mal waren es 8 Flaschen, glaube ich, für uns beide. Ja, nachdem ich die ersten 8 hier aufgeräumt habe. Nee, man trinkt natürlich kein Bier während der Arbeit. Sagen wir jetzt nur so. Also, dass wir kein Bier... Der Kameramann lacht, das ja, zieht nicht. Das zieht nicht. Nee, ohne Spaß, hört auf damit. Das dürft ihr nur machen, dürft ihr maximal machen, wenn ihr es für euch selber macht. Das macht keinen Spaß. Das macht uns keinen Spaß. Schrauben ist ein Hobby. Und ein Hobby stay, muss Spaß machen. Stay safe. Stay safe. Na okay, aber bei was haben die Kommentarspalte auch noch geglüht? Das wollte ich unbedingt nur in die Videos sagen. Das Pocketbike-Rennen. Ja, das war geil. Aber das ich wollte auch was anderes raus. Das war nur... Auf dem Tacho. Stimmt! Tacho! Ja, Mann! Das hat mir ja richtig gut gefallen. Also, ich meine, ist jetzt nicht best gemeint, aber warum soll ich so ein geiles Display verändern? Ich meine, jetzt sind wir bei KTM im High-End-Bereich. Warum soll ich da irgendwas verändern? Also, das habe ich hinten und vorne nicht verstanden. Ich finde es eh geil. Das ist... Es trocknet auf, du hast alles drauf, was du brauchst. Es ist halt nicht wie bei einer Adventure. Natürlich habe ich bei einer Adventure noch mehr drauf. Ein Fetz-Display habe ich jetzt bei einer 9 Super Duke auch, aber ich finde das ultra geil. Also, das habe ich hinten und vorne verstanden, wie man sich über den Tacho beschweren kann. Das stimmt. Da habe ich noch eine Frage. Tragen Adventure-Fahrer auch gelbe Warnwesten? Das müsstest du. Das ist eine sehr gute Frage, aber eigentlich ist bei mir noch keiner reingekommen. Also nein, hätte ich noch nicht. B-Fahrer, okay. Ist normal. Machen wir bei Oli Mark, machen wir Piep. Ja, nur KTM. Nein, darf man ja nicht so spezifizieren, aber ich meine, das Wurmgrau und das ist halt einfach... Ja, so Tourenfahrer sind... Boxermotor. Ja. Das stimmt. Nein, aber ja. Wie hat dir das Lackieren gefallen? War das ein cooles Projekt? Der springt da gleich ins Gesicht, pass auf. Wir haben wirklich sehr aufgepasst, dass wir in diesen schönen Rahmen keinen Kratzer machen. Bis auf die Kette. Ja. Da hat mein Herz geblutet, wie ich da zugeschaut habe. Ja. Nein, aber es ist gut gegangen eigentlich, gell? Ja, eigentlich schon. Ich bin eh happy. Ich habe mir gedacht, da wären schon ein paar mehr Platz heute drin gewesen. Naja, der Lack heute mindestens so gut als Pulver, also da geht nichts. Nein, es ist auch beim Reifen montieren oder was, weil da habe ich mir wirklich auch davor gedacht, weil normal denkst du wirklich nur aufs Pulvern, aber ich habe mich eingeschissen. Ich habe dann ganz normal montiert wie jeden anderen Reifen und wie man sieht, also ich hoffe, man sieht nichts, aber wie man sieht, es feilt sich nichts, also optimal. Nein, das ist traumhaft. Ganz normal wie jeden anderen Reifen auf jede andere Felge. Ich habe keine Schonbacken oder sonstiges hergenommen. Ich habe den ganz normal montiert und ohne Probleme. Ohne Schonbacken? Boah, crazy. Also ich habe noch keinen Macken gesehen. Na? Sogar die Gewichte sind schön versteckt. Ja, schwarz. Sogar extra schwarz. Nachdem ich gefragt habe. Ja. Da habe ich es aber schon lange gelebt gehabt. Oh oh. Oh oh. Gut.
Haben wir noch irgendwelche Komplikationen gehabt? Haben wir Komplikationen? Nee, eigentlich nicht. Wo ist denn eigentlich der Kühler? Scheiße! Stimmt. Nein, die Frage beantwortet. ohne meinen Anwalt. Als wir die Hochzeit gefeiert haben, haben wir gefragt, oder beziehungsweise wollten wir eigentlich den Kühler einbauen, aber der Kühler ist weg. Er ist weg. Welcher Idiot schafft's, einen kompletten Kühler zu verlieren? Okay, ich hab's geschafft. Ist schon ähnlich wie so eine Schraube einfach. Weißt du, du steckst in irgendeinen Hosensack und dann. Du verlierst halt einfach. Du verlierst halt einfach, ja. Ich bin froh, dass das Motorrad noch da ist. Aber sonst, ich glaube, das Komplizierteste haben wir nicht im Video. Das war, glaube ich, wirklich der Kabelbaum mitunter. Ich glaube, der Kabelbaum war so richtig. Kabelbaum, die Hochzeit haben wir drauf. Gut, jetzt wird es nochmal interessant mit den ganzen Verkleidungen. Und mit den ganzen noch mehr verkabeln. Mehr verkabeln und heute aufs Laufen. Also ich meine, laufen tut er. Ich mein, er hat ja die Ventile eingestellt. Ich im letzten Video. Das habe ich gemacht. Ja, stimmt. Ich keine Angst. Und ansonsten hätte ich da keine Bedenken. Interessant, glaube ich, wären noch die Reifen. Was haben wir für Reifen drauf montiert? Ich glaube, beim letzten Video schon scheiße klar, weil ich konnte es nicht so. Das Power, da jetzt haben wir es. Die sind die Nachfolger vom. Ich weiß ja, aber. Ey, pass auf! Ich krieg immer wieder die selbe Scheiße. Sie sind schwarz. Und rot. Haben schwarz viel. Das sind normalerweise die Power 5. Power 5, ja. Power 5. Ja. Schau dir, ja, und ich hab letztes Mal gesagt, dass ich die EP auf meiner drauf habe. Stimmt aber nicht, weil ich hab die Cup drauf gehabt, mit denen ich was geschmissen hat. Das sind die Cup, die haben halt einfach überhaupt kein Profil nicht. Bei denen sieht man halt jetzt halt die zwei Komponenten. Sieht man halt jetzt bei denen auch richtig schön. Und hat einen Tourensportreifen. Das ist halt einfach der. Der ist außen weich und innen hart. Das war normal der Michelin 2 CT. Das war. Ich kenne mich mit der Geschichte von Michelin nicht aus. Ja, ich meine. Aber es sind Reifen. Ja, ich hoffe, wenn Corona, weil das Video ist ja vor Corona aufgenommen worden, wenn unsere Messe, ich hoffe, die findet statt. Ja, ganz leicht, jetzt haben wir die ist im April 2021. Da haben wir ja ganz leicht Zeit, dabei ist die sicher. Dieses Motorrad wird uns auch begleiten auf Messen und wenn ihr quasi uns treffen wollt und dieses Motorrad sehen wollt, dann werden wir das rechtzeitig auf Instagram veröffentlichen, dass das Motorrad bei uns mit dabei ist und dann könnt ihr euch das gerne auch in echt angucken. Bei Treffen und Handshake. Treffen und Handshake, ja. Ist ja wie erlaubt dann. Und ein Bier. Bier. Und Schrauberschnaps. Blinkerflüssigkeit. Blinkerflüssigkeit, Startpilot und Zweitaktmische. Da ist wieder Werbung drin. Werbung. Ja, in der Tat. In der Tat. Übrigens, ein HZ-Akkuschlagschrauber haben wir auch hier. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Warum auch immer das da steht, man weiß es nicht. Aber es passt. Boah, bist du fies. Schon, oder? Schleichwerbung. Ja. Wir sitzen hier übrigens gerade in der Werkstatt von Motorrad Stadler und lackiert wurde das Motorrad von der Wurmitz GmbH. Ich bin die GmbH, ja. Fast. Fast. Man muss auch schon ein bisschen Werbung einbauen. Ja, sicher. Sonst wird das nix. Da könnt ihr reinzwingen, aber das ist nochmal groß drauf dann. Und wir trinken nur Schorammer. Ja, ich meine, ich halte ja mein Bier eigentlich eh schon die ganze Zeit. Mehr Fragen habe ich eigentlich nicht. Mir fällt jetzt so auch nicht mehr ein, was ich erzählen soll. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wir haben das ganze Projekt gemacht, weil wir euch das Projekt zeigen wollten.
Und weil wir hoffentlich noch sehr viel mehr machen. Richtig. Und weil ich einfach euch auch die Zweiradtechnik näher bringen wollte. Ich bin ja Kfz-Meister und habe mit Motorrädern relativ wenig am Hut. Und deswegen habe ich mir gedacht, mich interessiert es. Dann habe ich mir gedacht, es wird euch auch interessieren. Und deswegen habe ich mir einen Andi geschnappt, um solche Projekte zu machen und euch die Projekte näher zu bringen. Weil ich finde Zweiradtechnik schon auch geil. Ich finde es geil, ja. Ich fahre auch lieber Motorrad als Auto. Ja. Bleibt nichts, ist einfach. Zweirad ist einfach geiler. Okay, Panzer fahren finde ich auch noch geil. Aber hast du schon mal Panzer gefahren? Einmal schon, ja. Okay. Hattest du jetzt nicht damit gerechnet? Nein, jetzt würde ich mich bloßstellen. Ja, aber sonst ist ein Motorrad einfach geiler als ein Auto. Kann man nichts machen. Warum ist ein Motorrad geiler als ein Auto? Weil du so viel Leistung hast auf zwei Rädern und das nur ein Bruchteil von dem kostet, was ein Supersportwagen kostet. Und du ziehst fast jeden Supersportwagen damit ab. Und das Einzige, was du brauchst, sind Eier. Und keine Kohle. Ich meine, für so ein Lambo brauchst du so viel Kohle und du zahlst einen Bruchteil für ein Motorrad und ziehst ein Lambo davon. Fuck. Mega geil. Und jo, das war's mit dem Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Was wollt ihr noch wissen? Und folgt uns. Schaltet die Glocke ein. Drückt jeden Knopf, den ihr auf YouTube finden könnt, außer das X oder der Abo oder sowas. Aber drückt jeden Knopf, den ihr finden könnt und folgt uns und schaut jedes Video an. Und vor allem die ersten zwei. Vor allem die ersten zwei, damit ihr das Projekt mitbekommt, was wir da eigentlich gemacht haben. Wir wissen selber nicht mehr ganz genau, aber wir haben sie auf Video. Wir haben sie auf Video. Und danke fürs Anschauen.